Hallo und herzlich willkommen zu Void Tyrant. Das Spiel ist, wie ihr schon im Titel gesehen habt, ein Blackjack Roguelite Deckbuilder. Ja, die Namen werden immer länger für die Bezeichnung. Ich wusste am Anfang nicht so wirklich, was ich mit dem Spiel anfangen sollte. Ich habe dann für Key für bekommen. Das gibt es für 8,19 Euro auf Steam, ist also auch relativ günstig. Und ich dachte mir jetzt so erst vom Trailer, ich habe mir den Trailer angeguckt und dachte mir so, ja gut, es ist halt ein weiterer Deckbuilder, nichts Neues im Westen so ungefähr. Und dann habe ich mich mal ein bisschen umgehört bei dem einen oder anderen und die waren da alle recht sehr begeistert von, recht sehr begeistert, genau, die das gespielt haben. Und da dachte ich mir, da passt ja irgendwas nicht. Also habe ich es jetzt selbst mal 10 Minuten angespielt und ich hatte wirklich sehr viel Spaß mit dem Spiel. Ich hätte das jetzt nicht gedacht. Dazu muss man auch sagen, das ist ein Mobile-Port. Und bei Mobile-Spielen oder bei Ports, davon bin ich sehr vorsichtig, weil ich da kein großer Fan von bin. Aber das Spiel macht auch echt Laune. Und das ist jetzt auch ein Grund dafür, dass ich ein Let's Play dazu mache. Einfach aus dem Grund, ja, das sieht halt sehr simpel aus, auch im Trailer, aber es scheint dann doch komplexer zu sein, so von dem, was ich bisher so gesehen habe, als wirklich der Trailer wiedergibt. Und ich glaube, ich kann, wie gesagt, ich habe es nur 10 Minuten gespielt, aber bisher bin ich davon recht begeistert. Und ich würde das auch so als so kleinen Geheimtipp empfehlen. Also das geht schon so in die Richtung. Wenn man was anderes spielen will, so mit Blackjack-Mechanik, es geht jetzt nicht bis 21, sondern bis 12, aber das ist schon, das passt wunderbar in das Spiel rein. Also da wäre ich nie drauf gekommen, so Blackjack in so einen Deckbilder reinzubauen. Gut, dann starten wir auch mal und schauen uns das Ganze mal an. So, willkommen in der gesegneten Stadt. Ja, die ist mal wieder überlaufen von Monstern. Das kennt man ja aus anderen Spielen. Und wir sollen uns auf den Kampf vorbereiten. Das ist generell auch, das bekommen wir gleich noch zu sehen, ich will da jetzt auch noch gar nicht so viel zu sagen. Von den Mechaniken passt das alles wirklich sehr gut zusammen, meiner Meinung nach. Von dem, was ich bisher so gesehen habe. Aber das werden wir jetzt erstmal im Tutorial erklärt bekommen. Das ist unser erster Gegner. Und hier sieht man da schon, wir ziehen abwechselnde Karte. Bis 12 quasi, wer über 12 kommt, ich weiß nicht. Wie viel Schaden man dann bekommt oder wie das so genau funktioniert, so weit war ich noch nicht. Aber im Prinzip darf man die 12 nicht überbieten. Wir ziehen mal eine Karte, haben eine 5 und halt mit diesen Karten, Zahlkarten, laden wir unsere Angriffe auf. Und wir müssen halt eine höhere Zahl haben als der Gegner. Dazu sei natürlich schon jetzt gesagt, es ist sehr zufallsbasiert, ja. Aber es wird ein bisschen kompensiert, indem man halt auch Karten hat. Zum Beispiel habe ich schon eine Karte gesehen, die gibt einen plus 1. Wenn also der Gegner 10 hat und ihr habt 10 und wollt nicht mehr machen, dann zieht er halt die Karte, dann habt ihr 11 und habt dann die Runde gewonnen. So kann man das ein bisschen kompensieren. Aber nichtsdestotrotz ist es halt, ja, schon, ich spekuliere schon mal darauf, es ist sehr glücksabhängig. Gut. Und die Karten haben natürlich Werte von 1 bis 6. Passt halt auch bei bis zu 12 hier besser. Und wir sollen nicht über 12 kommen. Steht hier jetzt auch eben. Gut. Dann behalten wir mal die 11. Gut. Und die Unterschied zwischen den Zahlenwerten, wenn, ja, wenn er 9 hat, wir haben 11, dann haben wir 2 Angriffe. Und je nachdem, je größer der Unterschied ist, desto mehr Angriffe bekommen wir. Gut, und wir müssen natürlich die gegnerische HP auf die Lebenspunkte auf 0 bringen. Dann machen wir doch mal weiter. Elf sieht schon mal sehr gut aus. Dabei bleiben wir jetzt auch. Und generell hier der Bildschirm, das wirkt so von der Optik, von der Hintergrundoptik nicht so, also schon sehr einfach. Seien wir mal ehrlich, aber es ist halt auch ein Mobile-Port. Trotzdem, ich finde es eigentlich noch ganz okay. Gut, also Gegner werden im Prinzip im roten Bereich, also 10, 11, 12 bleiben und keine Karte mehr ziehen. Unter normalen Umständen, was auch immer das bedeutet. Wir müssen jetzt hier die 9 überbieten.
Und wir haben eine 12. Und wenn wir die 12 bekommen, dann ist der letzte Angriff ein kritischer Angriff, der halt mehr Schaden verursacht. So, den Gegner haben wir besiegt. Dann bekommen wir als erstes hier erstmal eine Schriftrolle. Das sind halt die Karten im Spiel. Zum Beispiel in dem Fall jetzt können wir 12 Heiligschaden am Gegner verursachen. Kosten dann halt, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das hier heißt, Energie. Das ist natürlich hier die untere Leiste. Gold haben wir bekommen. Gold ist in dem Spiel, gut, kommen wir halt auch gleich noch zu, aber ich sage es trotzdem schon mal, dieses Progressionssystem, dass wenn man dann stirbt, kann man das Gold ausgeben und seinen nächsten Charakter halt dauerhaft upgraden. Gut, wir haben jetzt hier zwei Karten, die können wir spielen. Die kosten beide 0, die müssen wir einfach nur nach oben ziehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob hier ein Doppelklick funktioniert. Nein, der funktioniert nicht. Okay, das wäre vielleicht auch noch ganz nett gewesen. Ich glaube, die 10 würden mir dann doch erstmal reichen. Haben wieder zwei Angriffe bekommen. Und ja, nach jeder Runde, nach jeder Kampfphase, nach jedem Angriff bekommt man dann zwei neue Karten. Oder je nachdem, ich weiß gar nicht, woran sich das orientiert, wie viele Karten man am Anfang hat. Und die meisten, genau, es ist doch Energie. Die meisten Karten kosten Energie und die haben wir halt hier unten und die füllt sich nach und nach dann auch wieder auf. Ja, da sieht man das halt auch wunderbar, wie viel die kosten. Hier haben wir zum Beispiel so eine Karte, die gibt dann plus 1. Also wie gesagt, wenn der Gegner dann 10 hat, ist quasi fertig. Wir haben auch 10, wollen auch nichts mehr ziehen. Dann können wir noch plus 1 spielen, dann haben wir 11 und gewinnen dann die Runde. So, was haben wir denn hier? Ich würde gerne mal sehen. Spielen wir erstmal das, weil zwei Blutungsschaden bringt uns jetzt nicht so viel hier. Er hat 4 Lebenspunkte. Es bringt gerade ehrlich gesagt auch nicht so viel. Da haben wir jetzt schon 11. Dann könnten wir die zum Beispiel spielen. Dann haben wir auch 12. So kann man es natürlich auch benutzen. Wobei ich glaube, es wäre cleverer, sich wirklich die Karte... Das kommt drauf an. Wie viele Karten wir dann haben, wie oft, wie schnell wir die dann wiederziehen. So, und wir können natürlich auch leveln. Gehen wir mal direkt weiter. Da haben wir schon den nächsten Kampf. Der hat Energy Soak und zieht uns sämtliche Energiepunkte ab. Also das finde ich schon eine ziemlich krasse Karte. Aber gut, mit der Zeit fühlt sich das eigentlich auch... Ja, ist ganz okay. Okay, jetzt haben wir da eine 1 gezogen. Das ist natürlich jetzt echt unpraktisch. Ja, eine ziehen wir vielleicht noch. Ja, naja, gut. Ja, das werden wir wohl nicht mehr schaffen. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn beide die gleiche Zahl haben. Ich glaube, gar nichts. Aber ich bin mir da gerade echt unsicher. Ja, angreifen ist jetzt ein bisschen, oder noch mehr ziehen ist ungünstig. Aber wir haben zwar weniger, aber wir können trotzdem sagen, wir verteidigen jetzt hier. Jetzt haben wir insgesamt 4 Damage bekommen. So, das ist das letzte Monster. Dann würde ich schon sagen, wir haben den Simple Knife, haben wieder 10 Energie. Das können wir doch schon mal spielen. Moment, was war das denn genau? Add an extra strike that... Ja, okay, das ist okay. Das machen wir. Ach so, manche Karten werden erst quasi auch erst ausgeführt, nachdem wir dann den Zug beendet haben. Okay, gut, gut. Das haut jetzt auf jeden Fall richtig rein. Man muss sich dann halt auch immer überlegen, ob ich jetzt... Gut, wenn ich halt volle Energie habe, würde ich grundsätzlich immer sagen, man spielt zumindest eine Karte.
weil man ja im Prinzip jede Runde wieder neue Energie bekommt und das wäre dann so ein bisschen Verschwendung. So, jetzt haben wir hier 9-9, dann nehme ich jetzt hier mal plus 1. Dann haben wir 10-9 und wir belassen das mal dabei. Das reicht dann auch schon aus und wir haben gewonnen. Das ist schon ein bisschen kurzweilig momentan so von den Kämpfen. Ich weiß nicht, ob das später... Also was ich bisher so gesehen habe von den Mechaniken, bietet sich das halt schon an, dass es da sehr komplexer wird. Vor allem, ich habe auch, glaube ich, gelesen, da gibt es über 200 unterschiedliche Karten und noch unterschiedliche Klassen. Also da gibt es noch jede Menge mehr. Das ist Rufus. Pawstride, okay. Super Name. Die heilige Stadt wurde von Wrut zerstört. Den König der Zyklopäern. Ich weiß es nicht. Gut, und da oben war das Auge des Kronos. In der Stadtmitte. Wir müssen das dann, das ist Ziel des Spiels, wir müssen das wieder herstellen und die Teile zusammensammeln. Sonst bricht Chaos in der Galaxie aus. Und wir bauen dann auch die Stadt wieder auf. Und schicken dann quasi neue Abenteurer los. Das sind dann die unterschiedlichen Klassen. Wenn wir unser Schiff anklicken, können wir dann schon mal unsere erste Klasse rekrutieren. Und zwar den Ritter. Machen wir das doch. Das ist unser Ritter. Der hat dann auch spezifische Karten, mit denen er startet. Gut, der Ritter macht natürlich mehr Schaden mit Nahkampfwaffen. Hat jetzt nicht so viel Magie. Fernkampf mal so gut wie gar nicht. Und die haben unterschiedliche Perks noch. Ich glaube, die starten mit unterschiedlichen Perks, die passive Boni geben. Die sind, soweit ich das weiß, glaube ich, ich weiß nicht, ob die an die Klasse gebunden sind oder random, das werden wir dann noch rausfinden. Er hat 80 Lebenspunkte, 30 Energie und das sieht auch soweit schon mal ganz gut aus. Ja, okay, die Karten schaue ich mir jetzt erstmal nicht so an, weil wir spielen jetzt sowieso erstmal mit dem. Dann können wir den auch anwerben. Ritter mit Raumschiff. Hier haben wir jetzt unsere Oberweltkarte. Und die zeigt uns, wo das Auge von Kronos ist. Oder die Augen von Kronos. Gut, wir müssen ein Artefakt haben. Chaos-Schlüssel sind das. Naja, wir müssen quasi die Schlüssel bekommen, um dann weiterzukommen. Das war es dann auch schon. Dann können wir uns erstmal anschauen, wo wir denn hinwollen. Kann ich mir hier irgendwie Info anzeigen lassen? Okay, Berenia. Und diese Karte wird dann halt, soweit ich das weiß, auch immer zufällig generiert. Gut, was haben wir denn hier so für Gegner? Normale Naturgegner, Mechanoide. Es gibt keine Nebenquests. Noch nie beendet. Ja, hier haben wir noch so ein bisschen Informationen darüber. Was haben wir denn hier? Hitze, Natur und Tote. Gibt auch keine Nebenquests. Da ist ein Nekromant unterwegs. Ich glaube, ich nehme das hier. Das klingt doch ein bisschen netter. Dann legen wir doch einfach mal los. Wir sind jetzt im Fingal Valley. Ja, wunderschöne Gegend mit Natur und noch mehr Natur und überhaupt. Gut, und da sind Räuber unterwegs, quasi. Ja, Roboter, Räuber. Gut, wir müssen für Gerechtigkeit sorgen. Und diese Bots erledigen. Slimo, das ist natürlich ein sehr passender Name. Gut, dann würde ich... Okay, am besten machen wir das so. Wir gucken erstmal, wie viele Punkte hier wir zusammenbekommen. Wie hoch der Wert geht.
Mit 8 ist das schon so ein bisschen... ich ziehe jetzt nochmal eine Karte. 10. Okay, bleibst bei 9. Dann werde ich das jetzt hier auch nicht spielen. Wie gesagt, werde ich jetzt 11, könnten wir plus 1 nehmen. Dann würden wir auf 12 kommen. Hätten wir noch einen kritischen Treffer obendrauf. Das würde ich sogar an der Stelle machen. Ansonsten haben wir hier... Wir können 6 Schaden verursachen. Der Gegner wird dann unausgeglichen. Okay, wenn er die nächste Dealer-Karte zieht, verdoppelt sich der Betrag. Einfaches Messer haben wir wieder. Blood Nebula Strike. Könnten wir jetzt auch noch gar nicht spielen. Oh, damit können wir uns sogar heilen. Und ja, Critical Victory, das wären dann die 12. Dann würden wir 5 Lebenspunkte wiederherstellen anstatt 4. Und für den Moment würde ich mal sagen... Ja, gut. Ich nehme jetzt hier trotzdem mal plus 1. Dann haben wir einen Angriff mehr und haben dann noch 5 Energie. Dann können wir sogar zweimal angreifen. Von daher dürfte das dann erstmal passen. Gibt es denn eigentlich vielleicht auch Karten, die sich eher anbieten, vor den ja, Zahlkarten zu spielen? Okay. Hiermit können wir den Wert auch erhöhen. Zwischen 1 bis 3. Das ist dann zufällig. Und ansonsten haben wir wieder das. Heilung brauchen wir jetzt nicht. Simple Knife wäre vielleicht noch was. Ansonsten... Ja, das hier macht halt am meisten Schaden. Deswegen... 8 ist schon wieder so ein bisschen kritisch. Okay, 11. 11 ist auf jeden Fall okay. Das sieht doch gut aus. Den können wir auf jeden Fall erledigen. Ich glaube, da hätte ich jetzt auch gar nicht die Karte spielen müssen. Obwohl, doch... So, den Gegner haben wir auch ausgeschaltet. Hier haben wir einen Schrein. Okay, was können wir denn hier machen? Der Altar von Serlud. Serlud. Gott der Schmiede. Ha, wir können unsere Rüstung erhöhen oder eine Waffe darbieten, opfern. Dann will ich doch hier lieber meine Rüstung erhöhen. Ach komm schon, ich habe überhaupt nicht genug. Ich habe auch keine Waffe, ne? Obwohl, okay, ich kann eine Karte aufhören. Ach so, okay. Wenn wir die dann opfern, bekommen wir eine neue Waffe des gleichen Typs, aber die wird höher oder gleich sein im Seltenheitswert. Machen wir das einfach mal. Eine Handaxt, Stufe 2. Zusätzlicher Angriff, der eine tödliche Wunde verursacht. 10 Damage, das ist natürlich schon... Ja, das ist auf jeden Fall mehr. Vor allen Dingen, das ist dann auch direkter Schaden. Blut, sowas wie Blutung oder Schaden über Zeit, da muss man eigentlich schon dann eine sehr gute Verteidigung haben. Oder man muss in sehr kurzer Zeit den Wert sehr hoch bekommen. Wir können eine Karte auch rauswerfen. Okay, ziehen wir nach unten. Ah, okay, kriegen wir eine neue Karte. Einmal ist kostenlos. Danach erhöhen sich die Energiekosten der Karte. Ach so, das geht also auch. Das wusste ich noch nicht. Gut, gut. So. Schauen wir mal, was ist das denn hier? Shoffback. Ah, setzen wir den gegnerischen Wert auf 0 zurück. Und wenn wir die Runde gewinnen, bekommen wir einen zusätzlichen Angriff. Das klingt doch auch ganz gut. Master of Tools. Equipment Cards können wir kostenlos spielen. Gut, machen wir erstmal damit weiter. Das ist natürlich auch super hier mit 1 bis 3, wenn man versucht, möglichst hohen Wert zu bekommen. Ja, das war ein schlechter Start. Schade, da dachte ich, könnte ich mich noch so durchmogeln. Hat jetzt nicht funktioniert. Also ich finde wirklich, das Spiel macht richtig Laune. 6 ist hier schon mal eigentlich ganz gut. Können wir nicht so viel falsch machen. Dann haben wir hier 11. Dann würde ich sagen, benutzen wir das einmal und greifen an.
Dann halten wir uns mit dem nicht so lange auf. Und wir sind Level 2, das heißt, die Werte steigen so ein bisschen. Und dann kann man noch aussuchen, was man denn gerne haben möchte. Mehr Lebenspunkte oder mehr höheren Angriffsschaden. Ich bin ja doch mehr erstmal hier dafür, den Angriff zu erhöhen. Und wir können uns eine neue Karte aussuchen. Also wie in anderen Spielen, zum Beispiel Slay the Spire, funktioniert das hier halt nicht nach einem Kampf, dass man eine Karte bekommt, sondern wenn man aufsteigt mit dem Helden. Und ja, wenn man dann stirbt, braucht man wieder einen neuen Helden und fängt wieder bei 1 an. Okay, 1 oder 10, das könnte man halt am Anfang gut spielen. So eine Karte haben wir schon. Ach, ist schwierig. Ich nehme jetzt mal die. Ja, nehmen wir mal die Karte. Und wir können uns auch ein neues Perk aussuchen. Okay. In jeder Runde, die uns einen extra Angriff gibt. Nee, einen Angriff. Nee, Moment. Die wir mit einem Angriff gewinnen, fügen wir einen Angriff mit heiligen Schaden hinzu. Ach so, damit ist bestimmt gemeint, wenn wir quasi einen Zahl Vorsprung haben. Oder 25% Rabatt in Shops. Ich glaube, ich nehme mal das. 25% sind zwar keine 50, aber das ist schon ganz okay. Ich weiß jetzt gar nicht, kann man hier eine Karte aufrufen? Dass man hier nochmal das sich genau anschauen kann, was es hier noch gibt. Ich bin mir da jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Ich glaube aber nicht. Gut, aber ich würde sagen, wir machen ja nächstes Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ich finde das Spiel bisher richtig, richtig cool. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.